Jeremy, Laura, Luis, kommt rein. Ich werde versuchen, über Laura und Luis zu berichten. Es ist keine von mir erfundene Geschichte. Nein, es ist die von mir erlebte Wahrheit. Oder das, was ich damals für die Wahrheit halten musste. Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Mein Ordensvorgesetzter, Pater Rektor Johannes Fischer, hatte mich beauftragt, ein bedeutendes Buch unseres Archivs zu einer Ausstellung nach Mailand zu bringen. Zum ersten Mal seit meinem Eintritt in das Kolleg durfte ich München verlassen. Ich betrachtete die Reise als eine große Ehre. Ich hatte mich entschlossen, eine Sicherheitskette anzulegen. Eine Art Handschelle. Servus! Es war mir gestattet, einige Tage in Mailand zu verbringen. Monsignore Maione, ein, wie mir Pater Fischer versichert hatte, sehr freundlicher und großzügiger Priester, wollte mich in Mailand abholen. Bei ihm durfte ich auch wohnen. Sebastian, du machst ja einen ganz sportlichen Eindruck, mein Junge, so richtig fand. Ich wäre noch so gut in Schuss, aber jetzt müssen wir uns um deinen Koffer kümmern. Am besten, wir fahren erst mal zu mir. Also weißt du, Fratello Sebastian, so auf den ersten Blick wirkst du auf mich wie ein Italiener. Du musst nicht erschrecken, weil der Bahnhof wie ein ägyptisches Mausoleum aussieht. Mailand hat noch 5 andere, da kann man den hier verschmerzen. Es war ein kleiner Architektenraum. Nein, dort drüben ist der Parkplatz. Es sind nur ein paar Schritte bis zum... Laura! Natürlich sind die Vorbereitungen für die Ausstellung noch nicht fertig. Weißt du, bei uns wird alles erst im letzten Augenblick vollendet, ganz kurz bevor die verantwortlichen Personen einen Nervenzusammenbruch erleiden. Oh, das Blende. Sag mal, außer Theologie natürlich, was studierst du da eigentlich sonst noch für ein Fach? Philosophie an der Uni München. Ah, das hatte ich auch als Zweitfach. Wann fahren wir denn zur Ausstellung? Nachdem wir gegessen haben. Wenn er nicht, die Juliane kommt später, die zeigt dir dann Mailand. Die ist auch nicht so langweilig wie ich. Machen sich meinetwegen keine Umstände. Umstände? Das sind doch keine Umstände. Junge Mädchen haben sowieso nichts zu tun. Nicht wahr sein. Ist sie verrückt geworden? Hey! Das ist Vandalismus. Spinnst du? Sieh dir das an. Komm sofort zurück. Das ist glatter Vandalismus. Oh, kleine Kinder sind schon verrückt. Wo soll das hinführen? Diese kleinen Gauner. An diesem denkwürdigen Tag meiner Ankunft in Mailand traf ich Laura, Luis und ihren Freund Thierry Bibi zum ersten Mal. Damals wusste ich noch nicht einmal ihre Namen. Alle Menschen sollen ihre Nächsten lieben wie sich selbst. Auch dann, wenn sich diese Nächsten alle erdenkliche Mühe geben, sie von der Erfüllung dieses Gebotes abzubringen. Ich war zutiefst erstaunt und der Monsignore enorm wütend. Die Polizei war freundlich, aber erfolglos. Mein armes Kopf ist ganz schön zugerichtet worden. Aber man soll sich ja nicht an die Regeln vertrauen. Ich danke für das Regeln. Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Herfahren.
Also, das ist Sebastian Grass. Ja. Ladri, kleine Gaune. Richtige kleine Verbrecher. Überall in Mailand wimmelt es von ihnen. Aber die armen Kinder sind gar nicht die Schuldigen. Sie werden dazu gezwungen. Erwachsene zwingen Kinder zu sowas. Es tut mir so leid für Sie, Fratello Sebastian. Also wissen Sie, im Prinzip bin ich ja gegen harte Strafen. Aber in solch einem Fall würde ich... Wir haben Hunger. Ja, natürlich, Monsignore. Jetzt muss ich wieder tagelang zu Fuß gehen. Das wird Ihnen auch bestimmt gut tun, Monsignore. Sie war noch so jung. Vielleicht 10 Jahre alt. Und der Junge erst... Ich weiß nicht. Vielleicht 13. Du solltest erstmals so schnell wie möglich zum deutschen Konsulat fahren. Du musst noch neue Papiere haben. Aber davor wirst du dich noch mit einem Teller Spaghetti stärken. Und zur Beruhigung wirst du das ein oder andere Gläschen Wein zu dir nehmen. Nein, danke. Das ist ein Befehl. So, meine Herren, Sie können zu Tisch kommen. Fratello Sebastian scheint von Verbrechen geradezu angezogen zu werden, Schwester. Er hat schon in Gefängnissen gearbeitet. Ich will Ihnen einige Hosenhemden, Socken und alles, was Ihnen abhanden gekommen ist, besorgen. Nein, es ist besser mit Juliane, das macht Schwester Hippolyta. Sie hat den eindeutig besseren Geschmack. Das kann ich doch selber. Gesegnet sei das tägliche Brot, das uns der Herr schenkt. Besonders, wenn es Kekse sind. Dieses Mädchen ist meine Nichte. Ja, wenn Sie der Onkel sind, Ihre Nichte und der kleine Junge da. Die haben mir heute Morgen die Brieftasche und die Reisetasche gestohlen. All meine Papiere. Du kommst jetzt mit. Du lügst, Priester. Diese Kinder gehören zu mir. Sie stehlen nicht. Wie jedermann weiß, sind Priester arme Leute. Also warum sollen sie die bestehlen? Du hast doch nichts. Du bist doch arm. Also verschwinde. Wunderbar! Verschwinde! Dieser widerliche, sogenannte Onkel hatte mir die Sehne meines linken kleinen Fingers durchgeschnitten. Einfach so. Morgen gehen Sie noch mal zum Arzt, Fratello Sebastian. Ohne Widerrede, hoffe ich. Ja. Und jetzt werde ich zuerst Ihr Hemd waschen. Danke. Ach, übrigens noch, danke für das schöne Zimmer. Ach, gleich nur. Das ist schon in Ordnung. Was sind das für Kinder? Ladri. Einfache kleine Gauner. Also von dieser Seite, Fratello Sebastian, möchte ich eine Kopie haben. Von der Genesis-Auslegung? Natürlich. Donnerwetter. Du musst aber ein fleißiger Student sein. Tut sehr weh. Nur wenn ich lache. Monsignore, die Plakate sind angekommen. Na, wunderbar. Jetzt sind Sie tatsächlich noch vor der Ausstellung gekommen. Gefallen Sie dir? Wunderschön. Ja. Rein mit euch! Los, los! Es gibt gleich was zu essen.
meine kleine Laura, ein braves Mädchen. Ich habe schon gehört, du warst heute ganz fleißig. Und was hast du Schönes mitgebracht? Na, was hast du heute klappen können, meine Kleine? Zwei Brieftaschen, ein Köfferchen und Baumwolle. Nicht schlecht. Zwei Armreife und ein paar Ohrringe, Marie. Ah, der Post und Jeju, die Vichy da werden heute mit euch zufrieden sein. Was meinst du? Gott so. Und keine Polizei, oder? Luis, euch ist doch niemand gefolgt. Hey, Thierry Bibi. Bist du ganz sicher? Mhm. Thierry Bibi hat auf uns aufgepasst. Zweimal war es ein bisschen gefährlich. Ah, so. Hey, ihr anderen setzt euch schon mal hin und sagt nicht so laut. Kurze und ich haben noch was zu besprechen. Thierry Bibi, geh mal in die Küche, da habe ich was Feines für dich hingestellt. Da fehlen noch drei Gabeln. Schon da. Ich habe noch keinen Teller. Ja, beschwer dich nicht gleich. Wer hat den Priester bestohlen? Wie oft soll ich euch noch sagen, man bestiehlt keine Priester und keine Ordensschwestern? Ist das klar? Ihr dürft nämlich nie vergessen, die haben eine verdammt gute Verbindung zum lieben Gott. Das könnt ihr mir glauben. Ein Priester bestehlen, das kann uns den Kopf kosten. Der ist bestimmt nicht gefährlich, obwohl er mich eingeholt hat. Der kann vielleicht trennen. Er sah ganz nett aus. Er hat mich sogar angelächelt, obwohl wir ihn beklaut haben. Wieso ist denn der nett? Naja, er sieht aus wie dieser Fußballspieler, wie Maradona. Mhm. Oder wie Dustin Hoffmann. Sieht denn nicht aus wie Dustin Hoffmann? So, Kinder, ihr könnt die Teller holen. Avanti, Alice, hilf mir. Kommt schon, ich muss noch mehr Pizza aus dem Ofen holen. Alice, Roberto, bewegt euch. Nina, Pizza. Hey, was ist denn mit eurem Hunger? Laura, Luis. Ihr zwei werdet jetzt eine Woche lang nicht mehr in der Innenstadt arbeiten. Ich glaube, ihr bleibt besser hier. Dann bringe ich dir das Fußballspielen bei, bevor du weiterhin auf den Priester stehst. Haha. Fangt jetzt nicht an zu streiten, Luis. Es ist doch immer dasselbe mit dir. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass man mit dem Essen nicht spielen soll? Oder willst du, dass unsere Familie an einem einzigen Tag gleich mehrere Sünden auf sich legt? Oh Gott, was soll ich da nur tun, ne? Tja. Danke. Das sind kriminelle Banden, ein schlimmes Übel auf der Welt. Aber trotzdem hoffe ich, dass du Mailand nicht in allzu schlechter Erinnerung behältst, Fratello Sebastian. Und das ist Giuliana, meine Nichte. Mein Gott, sie hat ein so winziges Auto. Ich hätte Ihnen von Mailand wirklich gerne mehr gezeigt, Fratello. Sehr freundlich, Sebastian Krass. Bei dem, meine liebe Giuliana, beißt du auf Granit, fürchte ich. Er hat nur Bücher im Kopf. Ah, wie soll man denn in diese Schuhschachtel reinkommen? Giuliana, Sie erinnern mich unheimlich an meine erste Freundin. Ah ja? Doch. Und darf man fragen, was Sie mit ihr gemacht haben? Natürlich. Ich habe alles mit ihr gemacht, was ein Junge mit einem kleinen Mädchen macht. Ah ja? Ja. Blümchen gepflückt. Küsschen gegeben. Und sie dann und wann verhauen. Tja. Wir waren damals 10 Jahre alt. Glaube ich besser so. Sebastian, der Zug wandert nicht auf Sie. Wollen wir nicht gehen? Ziemlich frustriert war ich nach München ins Kolleg zurückgekehrt und wollte mich wieder an mein Studium machen. Doch ich war neugierig geworden und begann zu recherchieren. Ich fand eine Menge Artikel über Kinderkriminalität und einen interessanten Hinweis. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Vater, komm in unser Herz und erleuchte es durch dein Licht, damit wir deine Weisungen erkennen und dir als unserem Gott folgen auf dem Weg, den du uns führst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich half dem Pater Rektor ab und zu bei der Gefangenenseelsorge. Hier sah ich das Mädchen Nadja, das in einem der vielen Zeitungsartikel erwähnt war. Nadja war rechtskräftig zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Während ihrer Verhandlung hatte sie geschwiegen. Kein Wort hatte sie über sich erzählt. Auch hier in der Strafanstalt sprach sie mit niemandem. Tag. Nadja, Sie haben einen italienischen Pass. Wurde vor vielen Jahren in Mailand ausgestellt. Aber Sie sind keine Italienerin, stimmt? Ich war vor einiger Zeit in Mailand. Aus Ihren Unterlagen habe ich entnommen, dass Sie mit 9 Jahren zum ersten Mal der Polizei in Mailand auffielen. Ich heiße Sebastian Krass. Ich gehöre zur Gesellschaft Jesu. Ich will Pater werden. Sie sind ein hübscher Junge. Ja, nicht mal ein richtiger Jesuit. Gucken Mädels beim Beten zu. Draußen wären Sie mein Typ gewesen. Perfekte Arbeit. Den Finger werden Sie nie wieder bewegen können. Ich habe hier etwas Ähnliches. Das ist ja entsetzlich. In Mailand war man noch nett zu Ihnen. Man hat Sie nur gewarnt. Wer? Was wissen Sie über Mailand? Denken Sie nach. Sie wissen, dass ich einen italienischen Pass habe und keine Italienerin bin. Haben Sie eigentlich Mitleid mit mir? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Oh. Sie besuchen häufig die Messe. Warum? Meine Sache. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie waren zu dicht dran. An wem? An den Kindern. Was für Kinder? Kinder, so wie ich eins war. In Mailand? Machen Sie die Augen auf, Pater. Sie werden diese Kinder überall finden, auch in München. Wieso spielt Mailand eine solche Rolle? Mailand ist überall. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie den anderen Kindern. Es ist gesünder, wenn Sie diese Namen sehr schnell vergessen. Kurzo der Dreckskerl. Poissonier der Fischhändler. Ich merkte mir diese Namen. Hier hatte ich eine Fährte. Weiß der Himmel, warum ich Nadja an dieses kleine Mädchen in Mailand erinnerte.
Wie viel? 20.000. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, da musst du noch 3 Stunden länger arbeiten, klar. Naja. Jetzt ist erst mal in Ruhe. Deshalb, aber die Geschäfte gehen schlecht. Ich brauche Laura, Louis und Thierry Bibi zurück. Das kommt nicht in Frage. Ich brauche sie in der Werkstatt. Wieso läuft es so schlecht? Der Poissonnier hat nichts gesagt. Vielen Dank, mein Herr. Auf Wiedersehen. Nein, wir suchen keine neuen Lieferanten mehr. Vielen Dank. Na, Herr Konsul, haben Sie etwas Schönes gefunden? Die Contessa sieht dich nicht gerne im Laden. Sie schätzt dich sowieso nicht besonders kurz. Ich mag sie auch nicht besonders leiden. Als Kind habe ich sie sogar gehasst. Kann. Gib mir den Schmuck. Guten Tag, Signore. Wie du das hinkriegst. So, das ist deiner. Na, dann habt ihr ja alle wieder genügend zu tun. Na, Laura? Würdest du lieber wieder draußen arbeiten? Nein, Possigny. Mir gefällt die Arbeit hier sehr gut. Warum fragst du? Sonst fragst du doch nie, wenn du etwas willst. Und du, Luis? Wärst du nicht lieber mit deiner Schwester auf der Straße? Gib es zu, du arbeitest doch am liebsten auf dem Hof. Natürlich arbeite ich lieber auf der Straße als hier. Sehr still. Laura? Klau mir mal meine Brieftasche. Ah, ich hab's gespürt. Ich hab's gesehen. Setz dich, du bist noch zu ungeschickt. Vergiss deine Armbanduhr nicht. Jawohl, Laura. Arrivederci, Signor. Ich habe ein Auge auf Laura. Sie ist mir nicht geheuer. Louis scheint in Ordnung zu sein. Die Carabinieri sind keine Idioten. Der Maresciallo lässt uns natürlich beobachten. Salute, verehrte Contessa. Welch eine Ehre. Was verschafft mir die Freude Ihres Besuches? Lassen Sie mich mal raten. Neue Halbschuhe in Schwarz. Größe 43. Sie kommen Sie falsch geraten, Contessa. Ich wollte meine kleine Tochter mit ein paar hübschen neuen Schuhen überraschen. Sie hat Größe 35. Was gefällt denn so kleinen Mädchen? Na, sie ist jetzt 11, hat braune Haare und braune Augen. Tja, ich dachte, Sie haben doch so viel Erfahrung mit kleinen Kindern, nicht wahr, Contessa? Auf Wiedersehen, meine Herren. Ich fürchte, wir haben nicht viel Auswahl an Kinderschuhen, aber wir können ja mal nachsehen. Ich bin überzeugt, wir finden etwas. Und im Notfall kann man es ja umtauschen. Besser, man tauscht die Schuhe um. Mit den Kindern dürfte das schwieriger sein.
ich mir das so anschaue, mit Gold und Silber und solchem Zeug kannst du besser umgehen als mit gefüllten Brieftaschen. Stimmt's, Laura? So, Walter, der Nächste ist dran. Wie wär's mit dir, Pina? Versuch's du mal. Sven hat Hunger, Mariola. Außerdem stinkt er. Jeremy, mach Sven was zu essen. Verstanden? Natürlich. Jeremy hat Augen, zwei Ohren und eine Nase. Silenzio! Du, ich spiel weiter. Los, Pina, geh schon, fang an. Und bemühe dich ein bisschen. Kennst du diese Melodie von unserer Mutter? Ich weiß es nicht. Aber es wäre doch möglich. Und jetzt wir haben keine Mutter und keinen Vater. Das ist dumm. Jeder hat einen Vater und eine Mutter. Wir sind zusammen hierher gebracht worden. Warum haben sie uns nicht gefunden? Warum haben sie uns nicht gesucht? Wer ist er? Woher kommt er? Wir wissen nur, dass der Poissonnier viel Geld für ihn bezahlt hat. Laura, Luis, was wird dir eigentlich dauernd geflüstert? Ich erzähle Laura nur, wie sie war, als sie so klein war wie Sven jetzt. Ihr werdet noch eine Woche in der Werkstatt arbeiten. Ihr könnt ruhig stolz darauf sein. Nicht einmal ein Juwelier, ein richtiger Experte würde eure Arbeiten erkennen. Eure Fälschungen sind so gut wie die von waschechten Profis. So, jetzt habt ihr genug geübt. Pina, kannst aufhören. Pina, Celia, Alice, Alberto. Ihr fahrt alle zusammen morgen früh mit Corzo in die Innenstadt. Die anderen bleiben hier. Was die machen, werden wir noch sehen. Verstanden? Schon gut, ich komme ja schon. Und von euch will ich heute hier nichts mehr sehen. Wie wollt ihr morgen arbeiten, wenn ihr nicht ausgeschlafen seid? Was willst du denn so spät noch hier, Boss? Ich bring dir frischen Fisch, habe ich gedacht. Oh nein, du könntest wenigstens vorher anrufen. Heute kam der Marischallo ins Geschäft, heute Kinderschuhe. Oh, na wunderbar, wir werden ihm schon noch in die Arme laufen, wenn ihr alle so weitermacht. Wir müssen uns unbedingt fernhalten von der Wischiga. So ist doch eine charmante Frau, die Comtesse. Und von hier solltest du übrigens auch fernbleiben, Fischhändler. Poissonnier. Etwas mehr Respekt, wenn ich freundlich bitten durfte. Ein Fischhändler klingt so vulgär. Ich vertraue dir 5 Millionen Lire. Eltern passen immer weniger auf ihre Kinder auf, besonders auf Flughäfen. Ich habe ihn einem Amateur abgekauft. So, für 5 Millionen Lire. Dann stammt der Bengel aber nicht aus dem Süden oder aus Jugoslawien. Ach mein Gott, später erzählt sie ihm, dass seine Eltern ihn irgendwo vergessen haben. Was weiß ich, in Amsterdam oder sonst wo. Ja, so. Na du? Hier wäre mich ja niemand. Bis bald. Mamma, Nina, Nanna, Cur di Gesù. Du wirst es gut haben bei mir, kleiner Mann. Ich werde dir Mutter sein, Großmutter und Tante. Alles auf einmal. Semesterferien. Eigentlich hätte ich viel in München zu arbeiten gehabt. Ich hing mächtig im Studium. Doch ich wollte unbedingt zurück nach Mailand zu den Kindern. Einige Male hatte ich noch versucht, mit Nadja zu sprechen. Aber sie ließ mich nicht mehr zu sich. Ja. Nadja hat mir nur Namen genannt. Tarnnamen oder Spitznamen. Dann habe ich noch hunderte von Zeitungsartikeln. Hier, ich habe sie ausgewählt. Erwachsene Menschen stehlen oder kaufen Kinder, um sie zu Verbrechern zu erziehen. Das ist unglaublich. Hör zu, Sebastian. Wenn du in Mailand bist, kannst du sicher wieder bei Monsignore Maione wohnen. Sie wollen mich wirklich nach Mailand fahren lassen? Ja, dich ja. Aber ich bitte dich, sei vorsichtig. Und ich sag dir das ganz offen. Du bist manchmal wie ein Holzfäller auf dem Wege zur Bildung. Hier, versuch dein Glück in Mailand. Danke. Der Monsignore wird dir bestimmt diskret weiterhelfen. So hoffe ich. In vielen Artikeln wird ein Mailänder Journalist namens Giovanni Molini erwähnt. Mhm. Einige sehr feinfühlige Artikel hat er auch selber geschrieben. Er muss eine Menge recherchiert haben. Ja, dann solltest du ihn zuerst besuchen. Hier. Danke. Eigenartig ist allerdings, seine letzten Artikel schrieb er vor 2 Jahren und dann nie wieder etwas. Ja, aber das muss nichts bedeuten. Und Sebastian,
melde dich regelmäßig. Hm? Natürlich. Ach, dann kann ich doch unser Buch auch wieder sicher nach Hause bringen. Ja, auf dieses hinterhältige Argument habe ich nur gewartet. Raus jetzt. Übrigens, diese Juliana, ist die hübsch? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aha. Gute Reise. Danke. Kaum angekommen in Mailand, sah ich es wieder. Kinder, die bettelten. Und jetzt war ich mir ziemlich sicher, dass sie im Auftrag von Erwachsenen handelten. Leuten mit Namen wie Corzo oder Poissonnier. Damals wusste ich noch nicht, dass es noch viel mehr gab. Zum Beispiel die Vishida und die Mariola. Guten Tag, Marion. Hallo, Louis. Guten Tag, Contessa. Na, meine kleine Laura. Guten Tag. Ich muss dich loben. Du bist sehr geschickt, äußerst begabt und obendrein bist du noch fleißig. Aus dir wird noch was. Wir sind sehr zufrieden mit dir. Danke, Contessa. Guten Appetit. Schmeckt's gut? Heute besonders gut, Contessa. Für gute Arbeit gibt's auch gutes Essen. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen, Contessa. Es war ein Rubin, aber noch ein ganz kleiner. Weißt du, was Kurze jetzt mit dir machen würde? Ha? Ach, hast Glück, dass er nicht da ist. Sitz nicht rum, mach weiter. Aber merkt euch eins. Ein Rubin ist ein kostbarer Edelstein, auch wenn er gestohlen ist. Also, an die Arbeit, Kinder. Arrivederci, Contessa. Bitte, mein Junge. Danke. Ja, es stimmt. Es gibt eine Sorte von Ganoven, von Kriminellen, die vorwiegend kleine Kinder für ihre Verbrechen missbrauchen. Alle möglichen Kinder. Und die meisten von ihnen sind noch unter 14. Wenn man sie mal erwischt, muss die Polizei sie gleich wieder laufen lassen. Weil man sie nicht bestrafen kann. Man darf es nicht. Perfekt organisiert. Da taucht plötzlich ein Erwachsener auf. Der ganz offizielle Erziehungsberechtigte. Die notwendigen Papiere liegen auch vor. Woher sie auch stammen mögen. Die Polizei ist machtlos. Selbst die Kirche ist machtlos. Drüben am Dom, da bettelt ein kleines Mädchen mit einem Jungen, der gerade laufen kann. Für wen betteln Sie? Für irgendwelche Banditen. Gewissenlose Leute. Sei nicht so überheblich, Sebastian. Nehmen wir doch mal den Fall an, in deiner Heimat. Hilft ein Kind in einem Restaurant in der Küche draußen beim Abwaschen? Da regt ihr euch doch riesig drüber auf. Sprecht von Kinderarbeit. Aber wir zwei haben doch zusammen etwas anderes erlebt. Natürlich, sicher, da hast du recht. Aber wenn ihr als Touristen mal im Urlaub hierher kommt und ein kleiner, hübscher Junge bedient euch in einer Pizzeria, dann findet ihr das ja so reizend und so süß. Aber hier geht es doch um Kinderausbeutung. Kinder ohne Eltern. Kinder, denen man ihr eigenes Leben gestohlen hat. Ich habe eine junge Frau im Gefängnis. Ich weiß, ich kenne das Problem. Es ist nur, wir haben bisher keine Lösung. Es ist ein bisschen wie mit dem Messer hier. In weicher Butter greift es nicht. Es ist, als ob jeder Schuss ins Leere geht. Helfen Sie mir? Du bist verrückt, Frater Sebastian. Aber ich helfe dir trotzdem. Das Problem ist, du kennst Mailand nicht. Aber Gott sei Dank gibt es jetzt Juliana. Die ist zwar auch ziemlich verrückt, aber ja. Mailand kennt sie wie ihre Westentasche. Einverstanden. Aber nur, solange es nicht gefährlich wird. Kurz, Poissonnier, was sind das bloß für Namen? Der Herr sei mit dir, mein Junge.
Auf jeden Fall solltest du vor diesem Abenteuer noch etwas zu dir nehmen. Danke, vielen Dank. So, Kleiner. Jetzt bekommst du was zu trinken. Da, schmeckt gut. Du hast Augen, zwei Ohren und eine Nase, wie Tiere Bibi. Oh, 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 oh. Ist schon wieder gut, Kleiner. Willst du Tiere Bibi nicht sagen? Hm? So, jetzt schlafen. Nicht weinen, Kleiner, nicht weinen. Hey, Luis, der Kleine spricht gar nicht richtig. Komisch, hä? Er ist dafür doch noch viel zu klein, Tierbaby. Hä? Gut, nicht? So, Julia, jetzt aber ab ins Bett mit dir. Wo ist meine Puppe? Ohne meine Puppe gehe ich nicht ins Bett. Schau, da ist sie ja. Ciao, Sebastian. Hallo, Juliana. Hoffentlich ist dein Signore Molini nicht umgezogen. Übrigens, wir duzen uns wohl besser. Gerne. Prima. Der Name steht hier noch. Er wohnt hier. Du bleibst besser hier, okay? Gut, aber ich lasse den Motor laufen, damit wir abhauen können, wenn es nötig ist. Tu nicht so, man kann nie wissen. Signore Molini? Signor Molini? Ja? Ich heiße Sebastian Krass. Verzeihen Sie mir, wenn ich störe, aber ich hätte einige Fragen an Sie. Gestatten Sie bitte? Gestatten Sie bitte? Das ist typisch. Ihr Deutschen seid so korrekt. Und ihr habt immer irgendwelche Fragen. Woher wollt ihr Deutschen wissen, ob ich euch antworten kann auf eure Fragen? Oder hat man Sie beauftragt, mir etwas zu bringen? Nein, was denn? Darf ich eintreten? Also haben Sie nur Fragen. Was für Fragen? Darauf habe ich keine Antwort. Tut mir leid. Bitte. Ich werde Ihnen auf nichts antworten, Signore Krass. Sie haben großartige Artikel geschrieben. Bis vor 2 Jahren. Und dann nie wieder. Warum nicht? Ich sagte keine Antworten. Was bedeuten Ihnen die Namen? Vishida, Poissonnier, Quarzo, Mariola,
Nadja? Nichts. Außer, dass es sich dabei sicher ausschließlich um Tarnnamen handelt. Bei Nadja nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie haben doch von mir noch gar nichts erfahren. Aber Sie haben diese Artikel doch geschrieben. Sie kennen diese Leute schon, wie ich sehe. Nein, ich habe nur eine junge Frau kennengelernt. Sie heißt Nadja. Und sie kennt diese Leute. Ich bin auch Frühinvalide. Signore Krass. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr gebrauchen. Und ich will es auch nicht mehr. Wissen Sie, ich bin ein eitler Mann. Gefallen Ihnen meine Schuhe? Haben Sie sich hier eigentlich verletzt? Nein, nein. Aber was nützt einem auch schon die linke Hand? Mit der linken Hand schreiben sehr wenige Menschen. Ich habe zwar noch meine Rechte, aber ich schreibe nur noch selten. Weil Sie Angst haben, Signor Molini. Sie haben noch nicht geantwortet. Ich wollte wissen, ob Ihnen meine Schuhe gefallen. Helfen Sie den Kindern. Sie wissen doch von mir. Wer hat Ihnen was erzählt? Wieso wollen Sie mir nicht zuhören? Ich habe Ihnen alles gesagt, was für Sie wichtig ist. Und deshalb möchte ich jetzt von Ihnen wissen, wie Sie meine Schuhe finden. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Schnell, verschwinden Sie. Was Sie wissen müssen, haben Sie erfahren. Verschwinden Sie! Auf die Erde schmeißen, klar? Da? Also. Molini hat mir natürlich etwas gesagt. Ich habe es nur nicht bemerkt. Er kennt diese Leute. Er kennt auch Nadja. Und von seinen blöden Schuhen geredet. Und wie hat er insgesamt auf dich gewirkt? Mager. Krank. Bedauernswert. Vielleicht süchtig. Hm. Denk noch mal drüber nach. Und ich schaue dich inzwischen an. Ach komm, lass uns gehen. Ich muss dich enttäuschen. Ich habe das mit dem Schlüssel leider bemerkt. Wirklich?
Mhm. So, und jetzt möchte ich ihn wieder. Bravo, Luis. Du machst große Fortschritte. Fast schon wie deine Schwester Laura. Kompliment, der Herr. Euch können bald nur noch echte Spezialisten auf die Schliche kommen. Du musst mir helfen. Bitte. Laura soll nicht mehr betteln. Sie kann viel mehr. Ja, das weiß ich doch. Sie ist eine meiner besten Schülerinnen gewesen. Wo hat uns der Fischhändler gefunden? Ach, fängst du schon wieder an, Luis? Im Norden. Irgendwo in den Bergen. Du weißt doch, vom Poissonnier erfährt man nicht viel. Du kannst schon zufrieden sein. Hier bei mir. Glaub mir. So, jetzt gibt's Essen. Komm mal her, kannst probieren. Ist schön scharf. Das ist noch ein Rezept von meiner Mama. Sehr gut, Mariola. Ja, ruf mal die anderen. Hm? Geh schon. Laura wird noch weiter in der Werkstatt arbeiten. Wer sagt das? Ihr Bruder, Luis. Und ich auch, Mariola. Hast du verstanden, Corzo? Sag mal, wo ist eigentlich Thierry Bibi? Komm sofort rein, alle warten schon. Musst du immer zu spät kommen. Jetzt merkst du dir ein für alle Mal, wir essen alle zusammen. Ich kenne die Melodie von unserer Mutter. Sie hat sie gesungen. Bestimmt. Ehrenwort. Thierry Bibi hat jetzt Kelly gefangen. Grrr, 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 grrr. Where is your mother?
Einverstanden. Aber nur, solange es nicht gefährlich wird. Kurz, ob Poissonnier, was sind das bloß für Namen? Der Herr sei mit dir, mein Junge. Auf jeden Fall solltest du vor diesem Abenteuer noch etwas zu dir nehmen. Danke, vielen Dank. So, Kleiner. Jetzt bekommst du was zu trinken. Da, schmeckt gut. Du hast Augen, zwei Ohren und eine Nase, wie Thierry Bibi. Oh, 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 oh. Ist schon wieder gut, Kleiner. Willst du Thierry Bibi nicht sagen? Hm? So, jetzt schlafen. Nicht weinen, Kleiner, nicht weinen. Hey, Luis, der Kleine spricht gar nicht richtig. Komisch, hä? Er ist dafür doch noch viel zu klein, Thierry Bibi. Hä? Gut, nicht? So, Julia, jetzt aber ab ins Bett mit dir. Wo ist meine Puppe? Ohne meine Puppe gehe ich nicht ins Bett. Schau, da ist sie ja. Ciao, Sebastian. Hallo, Juliana. Hoffentlich ist dein Signore Molini nicht umgezogen. Übrigens, wir duzen uns wohl besser. Gerne. Prima. Mein Name steht hier noch. Er wohnt hier. Du bleibst besser hier, okay? Gut, aber ich lasse den Motor laufen, damit wir abhauen können, wenn es nötig ist. Tu nicht so, man kann nie wissen. Signore Molini? Signor Molini? Ja? Ich heiße Sebastian Krass. Verzeihen Sie mir, wenn ich störe, aber ich hätte einige Fragen an Sie. Gestatten Sie bitte? Gestatten Sie bitte? Das ist typisch. Ihr Deutschen seid so korrekt. Und ihr habt immer irgendwelche Fragen. Woher wollt ihr Deutschen wissen, ob ich euch antworten kann auf eure Fragen? Oder hat man Sie beauftragt, mir etwas zu bringen? Nein, was denn? Darf ich eintreten? Also haben Sie nur Fragen. Was für Fragen? Darauf habe ich keine Antwort. Tut mir leid. Bitte. Ich werde Ihnen auf nichts antworten, Signore Krass. Sie haben großartige Artikel geschrieben. Bis vor 2 Jahren. Und dann nie wieder. Warum nicht? Ich sagte keine Antworten.
Was bedeuten Ihnen die Namen? Vishida, Poissonnier, Kurzo, Mariola, Nadja? Nichts. Außer, dass es sich dabei sicher ausschließlich um Tarnnamen handelt. Bei Nadja nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie haben doch von mir noch gar nichts erfahren. Aber Sie haben diese Artikel doch geschrieben. Sie kennen diese Leute schon, wie ich sehe. Nein, ich habe nur eine junge Frau kennengelernt. Sie heißt Nadja. Und sie kennt diese Leute. Ich bin auch Frühinvalide, Signore Krass. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr gebrauchen. Und ich will es auch nicht mehr. Wissen Sie, ich bin ein eitler Mann. Gefallen Ihnen meine Schuhe? Haben Sie sich hier eigentlich verletzt? Nein, nein. Aber was nützt einem auch schon die linke Hand? Mit der linken Hand schreiben sehr wenige Menschen. Ich habe zwar noch meine Rechte, aber ich schreibe nur noch selten. Weil Sie Angst haben, Signora Molini. Sie haben noch nicht geantwortet. Ich wollte wissen, ob Ihnen meine Schuhe gefallen. Helfen Sie den Kindern. Sie wissen doch von mir. Wer hat Ihnen was erzählt? Wieso wollen Sie mir nicht zuhören? Ich habe Ihnen alles gesagt, was für Sie wichtig ist. Und deshalb möchte ich jetzt von Ihnen wissen, wie Sie meine Schuhe finden. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Schnell, verschwinden Sie. Was Sie wissen müssen, haben Sie erfahren. Verschwinden Sie! Auf die Erde schmeißen, klar? Da? Also. Molini hat mir natürlich etwas gesagt. Ich hab's nur nicht bemerkt. Sonst wäre ich ja nicht hier. Oh. Sie besuchen häufig die Messe. Warum? Meine Sache. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie waren zu dicht dran. An wem? An den Kindern. Was für Kinder? Kinder, so wie ich eins war. In Mailand? Machen Sie die Augen auf, Pater. Sie werden diese Kinder überall finden, auch in München. Wieso spielt Mailand eine solche Rolle? Mailand ist überall. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie den anderen Kindern.
Es ist gesünder, wenn Sie diese Namen sehr schnell vergessen. Kurzo der Dreckskerl. Poissonnier der Fischhändler. Ich merkte mir diese Namen. Hier hatte ich eine Fährte. Weiß der Himmel, warum ich Nadja an dieses kleine Mädchen in Mailand erinnerte. Aber die Geschäfte gehen schlecht. Ich brauche Laura, Louis und Thierry Bibi zurück. Das kommt nicht in Frage. Ich brauche sie in der Werkstatt. Wieso läuft es so schlecht? Der Poissonnier hat nichts gesagt. Vielen Dank, mein Herr. Auf Wiedersehen. Nein, wir suchen keine neuen Lieferanten mehr. Vielen Dank. Na, Herr Konsul, haben Sie etwas Schönes gefunden? Deshalb sieht dich nicht gerne im Laden. Sie schätzt dich sowieso nicht besonders kurz. Ich mag sie auch nicht besonders leiden. Als Kind habe ich sie sogar gehasst. Kann. Geh mir nicht spucken. Das ist für dich. Schau mal, wie du das hinkriegst. So, und das ist deine. Na, dann habt ihr ja alle wieder genügend zu tun. Na, Laura? Würdest du lieber wieder draußen arbeiten? Nein, Poissonnier. Mir gefällt die Arbeit hier sehr gut. Warum fragst du? Sonst fragst du doch nie, wenn du etwas willst. Und du, Luis? Wärst du nicht lieber mit deiner Schwester auf der Straße? Gib es zu, du arbeitest doch am liebsten auf dem Hof. Natürlich arbeite ich lieber auf der Straße als hier. Sehr still. Laura? Klau mir mal meine Brieftasche. Ich hab's gesehen. Setz dich, du bist doch zu ungeschickt. Poissonnier?
Vergiss deine Armbanduhr nicht. Bravo, Laura. Arrivederci, Signor. Ich hab ein Auge auf Laura. Sie ist mir nicht geheuer. Louis scheint in Ordnung zu sein. Die Carabinieri sind keine Idioten. Der Maresciallo lässt uns natürlich beobachten. Oh, Maresciallo! Salute, verehrte Contessa! Welch eine Ehre! Was verschafft mir die Freude Ihres Besuches? Lassen Sie mich mal raten. Neue Halbschuhe in Schwarz. Größe 43. Sie kommen Sie, falsch geraten, Contessa. Ich wollte meine kleine Tochter mit ein paar hübschen neuen Schuhen überraschen. Sie hat Größe 35. Was gefällt denn so kleinen Mädchen? Na, sie ist jetzt 11, hat braune Haare und braune Augen. Tja, ich dachte, Sie haben doch so viel Erfahrung mit kleinen Kindern, nicht wahr, Contessa? Auf Wiedersehen, meine Herren. Ich fürchte, wir haben nicht viel Auswahl an Kinderschuhen, aber wir können ja mal nachsehen. Ich bin überzeugt, wir finden etwas. Und im Notfall kann man es ja umtauschen. Besser, man tauscht die Schuhe um. Mit den Kindern dürfte das schwieriger sein. So anschaue, mit Gold und Silber und solchem Zeug kannst du besser umgehen als mit gefüllten Brieftaschen. Stimmt's, Laura? So, weiter. Der Nächste ist dran. Wie wär's mit dir, Pina? Versuch's du mal. Sven hat Hunger, Mariola. Außerdem stinkt er. Jeremy, mach Sven was zu essen. Verstanden? Natürlich. Jeremy hat Augen, zwei Ohren und eine Nase. Ich spiele weiter. Los, Pina, geh schon, fang an. Und bemühe dich. Verschwinde! Dieser widerliche, sogenannte Onkel hatte mir die Sehne meines linken kleinen Fingers durchgeschnitten. Einfach so. Morgen gehen Sie noch mal zum Arzt, Fratello Sebastian. Ohne Widerrede, hoffe ich. Ja. Und jetzt werde ich zuerst Ihr Hemd waschen. Danke. Ach, übrigens noch. Danke für das schöne Zimmer. Ach, lass nur. Das ist schon in Ordnung. Was sind das für Kinder? Larry. Einfache kleine Gauner. Also von dieser Seite, Fratello Sebastian, möchte ich eine Kopie haben. Von der Genesis-Auslegung? Natürlich. Donnerwetter. Du musst aber ein fleißiger Student sein. Tut sehr weh. Nur wenn ich lache. Monsignore, die Plakate sind angekommen. Na, wunderbar. Jetzt sind sie tatsächlich noch vor der Ausstellung gekommen. Gefallen sie dir? Wunderschön. Ja. Rein mit euch! Los, los! Es gibt gleich was zu essen. Meine kleine Laura, ein braves Mädchen. Ich habe schon gehört, du warst heute ganz fleißig. Und was hast du Schönes mitgebracht? Na, was hast du heute klappen können, meine Kleine? Zwei Brieftaschen, ein Kaffeechen und Baumwolle. Nicht schlecht. Zwei Armreife und ein paar Ohrringe, Mariola. Ah, der Poissonier und die Vichida werden heute mit euch zufrieden sein. Was meinst du? Gott so. Und keine Polizei, oder? Luis, euch ist doch niemand gefolgt. Hey, Cherebibi. Bist du ganz sicher? Mhm.
Thierry Bibi hat auf uns aufgepasst. Zweimal war es ein bisschen gefährlich. So. Hey, ihr anderen setzt euch schon mal hin und seid nicht so laut. Wurz und ich haben noch was zu besprechen. Thierry Bibi, geh mal in die Küche, da habe ich was Feines für dich hingestellt. Da fehlen noch drei Gabeln. Schon da. Ich hab noch keinen Teller. Ja, beschwer dich nicht gleich. Wer hat den Priester bestohlen? Wie oft soll ich euch noch sagen, man bestiehlt keine Priester und keine Ordensschwestern? Ist das klar? Ihr dürft nämlich nie vergessen, wir haben eine verdammt gute Verbindung zum lieben Gott. Das könnt ihr mir glauben. Ein Priester bestellen, das kann uns den Kopf kosten. Der ist bestimmt nicht gefährlich, obwohl er mich eingeholt hat. Der kann vielleicht rennen. Der sah ganz nett aus. Er hat mich sogar angelächelt, obwohl wir ihn beklaut haben. Wieso ist denn der nett? Naja, er sieht aus wie dieser Fußballspieler, wie Maradona. Oder wie Dustin Hoffmann. Kinder, ihr könnt die Teller holen. Avanti, Alice, hilf mir. Kommt schon, ich muss noch mehr Pizza aus dem Ofen holen. Alice, Roberto, bewegt euch. Nina, Pizza. Hey, was ist denn mit eurem Hunger? Laura, Luis, ihr zwei werdet jetzt eine Woche lang nicht mehr in der Innenstadt arbeiten. Ich glaube, ihr bleibt besser hier. Dann bringe ich dir ein Fußballspielen bei, bevor du weiterhin auf den Priester stehst. Haha. Fangt jetzt nicht an zu streiten, Luis. Es ist doch immer dasselbe mit dir. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass man mit dem Essen nicht spielen soll? Oder willst du, dass unsere Familie an einem einzigen Tag gleich mehrere Sünden auf sich legt? Oh Gott, was soll ich da nur tun, ha? Tja, danke. Das sind kriminelle Banden, ein schlimmes Übel auf der Welt. Aber trotzdem hoffe ich, dass du Mailand nicht in allzu schlechter Erinnerung behältst, Fratello Sebastian. Und das ist Giuliana meine Nichte. Mein Gott, sie hat ein so winziges Auto. Ich hätte Ihnen von Mailand wirklich gerne mehr gezeigt, Fratello. Sehr freundlich, Sebastian Krass. Bei dem, meine liebe Giuliana, beißt du auf Granit, fürchte ich. Er hat nur Bücher im Kopf. Wie soll man denn in diese Schuhschachtel reinkommen? Giuliana, Sie erinnern mich unheimlich an meine erste Freundin. Ah ja? Doch. Und darf man fragen, was Sie mit ihr gemacht haben? Natürlich. Ich habe alles mit ihr gemacht, was ein Junge mit einem kleinen Mädchen macht. Ah ja? Ja. Blümchen gepflückt. Küsschen gegeben und sie dann und wann verhauen. Wir waren damals 10 Jahre alt. Aua! Hey, sag mal, kannst du nicht schauen, du Vollidiot? Bleib doch in der Küche, wenn du nicht Auto fahren kannst. Das ist, glaube ich, besser so. Der Zug wandert nicht auf Sie. Wollen wir nicht gehen? Ziemlich frustriert war ich nach München ins Kolleg zurückgekehrt und wollte mich wieder an mein Studium machen. Doch ich war neugierig geworden und begann zu recherchieren. Ich fand eine Menge Artikel über Kinderkriminalität und einen interessanten Hinweis. Allmächtiger Vater, komm in unser Herz und erleuchte es durch dein Licht, damit wir deine Weisungen erkennen und dir als unserem Gott folgen auf dem Weg, den du uns führst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Ich half dem Pater Rektor ab und zu bei der Gefangenenseelsorge. Hier sah ich das Mädchen Nadja, das in einem der vielen Zeitungsartikel erwähnt war. Nadja war rechtskräftig zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Während ihrer Verhandlung hatte sie geschwiegen. Kein Wort hatte sie über sich erzählt. Auch hier in der Strafanstalt sprach sie mit niemandem. Tag. Nadja, Sie haben einen italienischen Pass. Er wurde vor vielen Jahren in Mailand ausgestellt. Aber Sie sind keine Italienerin, stimmt? Ich war vor einiger Zeit in Mailand. Aus Ihren Unterlagen habe ich entnommen, dass Sie mit 9 Jahren zum ersten Mal der Polizei in Mailand auffielen. Ich heiße Sebastian Krass. Ich gehöre zur Gesellschaft Jesu. Ich will Pater werden. Sie sind ein hübscher Junge. Ja, nicht mal ein richtiger Jesuit. Gucken Mädels beim Beten zu. Draußen wären Sie mein Typ gewesen. Perfekte Arbeit. Den Finger werden Sie nie wieder bewegen können. Ich habe hier etwas Ähnliches. Das ist ja entsetzlich. In Mailand war man noch nett zu Ihnen. Man hat Sie nur gewarnt. Wer? Was wissen Sie über Mailand? Denken Sie nach. Sie wissen, dass ich einen italienischen Pass habe und keine Italienerin bin. Haben Sie eigentlich Mitleid mit mir? Natürlich. Ich werde versuchen, über Laura und Luis zu berichten. Es ist keine von mir erfundene Geschichte. Nein, es ist die von mir erlebte Wahrheit. Oder das, was ich damals für die Wahrheit halten musste. Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Mein Ordensvorgesetzter, Pater Rektor Johannes Fischer, hatte mich beauftragt, ein bedeutendes Buch unseres Archivs zu einer Ausstellung nach Mailand zu bringen. Zum ersten Mal seit meinem Eintritt in das Kolleg durfte ich München verlassen. Ich betrachtete die Reise als eine große Ehre. Ich hatte mich entschlossen, eine Sicherheitskette anzulegen. Eine Art Handschelle. Es war mir gestattet, einige Tage in Mailand zu verbringen. Monsignore Maione, ein, wie mir Pater Fischer versichert hatte, sehr freundlicher und großzügiger Priester, wollte mich in Mailand abholen. Bei ihm durfte ich auch wohnen. Sebastian Krass,
Oh, Sebastian, du machst ja einen ganz sportlichen Eindruck, mein Junge, so richtig. Ich wäre noch so gut in Schuss, aber jetzt müssen wir uns um deinen Koffer kümmern. Am besten, wir fahren erst mal zu mir. Also weißt du, Fratello Sebastian, also auf den ersten Blick wirkst du auf mich wie ein Italiener. Du musst nicht erschrecken, weil der Bahnhof wie ein ägyptisches Mausoleum aussieht. Mailand hat noch 5 andere, da kann man den hier verschmerzen. Es war ein kleiner Architektentraum. Nein, dort drüben ist der Parkplatz. Es sind nur ein paar Schritte bis zum... Laura! Natürlich sind die Vorbereitungen für die Ausstellung noch nicht fertig. Weißt du, bei uns wird alles erst im letzten Augenblick vollendet, ganz kurz bevor die verantwortlichen Personen einen Nervenzusammenbruch erleiden. Oh, das Blende. Sag mal, außer Theologie natürlich, was studierst du da eigentlich sonst noch für ein Fach? Philosophie an der Uni München. Ah, das hatte ich auch als Zweitfach. Wann fahren wir denn zur Ausstellung? Nachdem wir gegessen haben. Meine Nichte Juliane kommt später. Die zeigt dir dann Mailand. Die ist auch nicht so langweilig wie ich. Machen sich meinetwegen keine Umstände. Ja, das sind doch keine Umstände. Junge Mädchen haben sowieso nichts zu tun. Nicht wahr sein. Ist sie verrückt geworden? Hey! Das ist Vandalismus. Spinnst du? Sieh dir das an. Komm sofort zurück. Das ist glatter Vandalismus. Oh, kleine Kinder sind schon verschreckt. Wo soll das hinführen? Diese kleinen Garner. An diesem denkwürdigen Tag meiner Ankunft in Mailand traf ich Laura, Luis und ihren Freund Thierry Bibi zum ersten Mal. Damals wusste ich noch nicht einmal ihre Namen. Alle Menschen sollen ihre Nächsten lieben wie sich selbst. Auch dann, wenn sich diese Nächsten alle erdenkliche Mühe geben, sie von der Erfüllung dieses Gebotes abzubringen. Ich war zutiefst erstaunt und der Monsignore enorm wütend. Die Polizei war freundlich, aber erfolglos. Mein armes Kleid ist ganz schön zugerichtet worden. Aber man soll sich ja nicht an die Regeln verklagen. Ich danke Ihnen, Herr Kollege. Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Herfahren. Ah, da ist doch Schwester Hippolyta. Oh, Schwester, das war keine geeignete Begegnung für unseren jungen Gast. Also, das ist Sebastian Grass. Ladri, kleine Gaune. Richtige kleine Verbrecher. Überall in Mailand wimmelt es von ihnen. Aber die armen Kinder sind gar nicht die Schuldigen. Sie werden dazu gezwungen. Erwachsene zwingen Kinder zu sowas. Es tut mir so leid für Sie, Fratello Sebastian. Also wissen Sie, im Prinzip bin ich ja gegen harte Strafen, aber in solch einem Fall würde ich... Schwester, wir haben Hunger. Ja, natürlich, Monsignore. Oh, jetzt muss ich wieder tagelang zu Fuß gehen. Das wird Ihnen auch bestimmt gut tun, Monsignore. Sie war noch so jung. Vielleicht 10 Jahre alt. Und der Junge erst... Ich weiß nicht. Vielleicht 13. Du solltest erstmals so schnell wie möglich zum deutschen Konsulat fahren. Du musst noch neue Papiere haben. Aber davor wirst du dich noch mit einem Teller Spaghetti stärken und zur Beruhigung wirst du das ein oder andere Gläschen Wein zu dir nehmen. Nein, danke. Das ist ein Befehl. So, meine Herren, Sie können zu Tisch kommen. Fratello Sebastian scheint von Verbrechen geradezu angezogen zu werden, Schwester. Er hat schon in Gefängnissen gearbeitet. Ich will Ihnen einige Hosen, Hemden, Socken und alles, was Ihnen abhanden gekommen ist, besorgen. Nein, es ist besser mit Juliane, das macht Schwester Hippolyta. Sie hat den eindeutig besseren Geschmack. Das kann ich doch selber. Gesegnet sei das tägliche Brot, das uns der Herr schenkt. Besonders, wenn es Kekse sind.
Sie mal. Ach, das tut mir aber leid. Was wollen Sie denn von der Kleinen? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Nicht. Er hat mich bestohlen. Kurzer, Vorsicht! Du lügst, Priester. Dieses Mädchen ist meine Nichte. Ja, wenn Sie der Onkel sind, Ihre Nichte und der kleine Junge da. Die haben mir heute Morgen die Brieftasche und die Reisetasche gestohlen. All meine Papiere. Du kommst jetzt mit. Du lügst, Priester. Diese Kinder gehören zu mir. Sie stehlen nicht. Wie jedermann weiß, sind Priester arme Leute. Also warum sollen sie die bestehlen? Du hast doch nichts. Du bist doch arm. Also verschwinde. Ein bisschen. Kennst du diese Melodie von unserer Mutter? Ich weiß es nicht. Aber es wäre doch möglich. Und jetzt wir haben keine Mutter und keinen Vater. Das ist dumm. Jeder hat einen Vater und eine Mutter. Wir sind zusammen hierher gebracht worden. Warum haben sie uns nicht gefunden? Warum haben sie uns nicht gesucht? Wer ist er? Woher kommt er? Wir wissen nur, dass der Prostituierte viel Geld für ihn bezahlt hat. Laura, Luis, was wird dir eigentlich dauernd geflüstert? Ich erzähle Laura nur, wie sie war, als sie so klein war wie Sven jetzt. Ihr werdet noch eine Woche in der Werkstatt arbeiten. Ihr könnt ruhig stolz darauf sein. Nicht einmal ein Juwelier, ein richtiger Experte würde eure Arbeiten erkennen. Eure Fälschungen sind so gut wie die von waschechten Profis. So, jetzt habt ihr genug geübt. Pina, kannst aufhören. Pina, Celia, Alice, Alberto. Ihr fahrt alle zusammen morgen früh mit Corzo in die Innenstadt. Die anderen bleiben hier. Was die machen, werden wir noch sehen. Verstanden? Schon gut, ich komme ja schon. Und von euch will ich heute hier nichts mehr sehen. Wie wollt ihr morgen arbeiten, wenn ihr nicht ausgeschlafen seid? Was willst du denn so spät noch hier, Bossa? Ich bringe dir frischen Fisch, habe ich gemacht. Oh nein, du könntest wenigstens vorher kommen. Heute kam der Marischallo ins Geschäft, heute Kinderschule. Oh, na wunderbar, wir werden ihm schon noch in die Arme laufen, wenn ihr alle so weitermacht. Wir müssen uns unbedingt fernhalten von der Wischida. So ist doch eine charmante Frau, die Comtesse. Und von hier solltest du übrigens auch fernbleiben, Fischhändler. Poissonnier. Etwas mehr Respekt, wenn ich freundlich bitten durfte. Fischhändler klingt so vulgär. Ich vertraue dir hier 5 Millionen Lire. Eltern passen immer weniger auf ihre Kinder auf, besonders auf Flughäfen. Ich habe ihn einem Amateur abgekauft. So, für 5 Millionen Lire. Dann stammt der Bengel aber nicht aus dem Süden oder aus Jugoslawien. Ach, mein Gott, später erzählt sie ihm, dass seine Eltern ihn irgendwo vergessen haben. Was weiß ich, in Amsterdam oder sonst wo. Ja, ist nicht so. Hier wäre mich ja niemand. Bis bald. Mamma, Nina, Nanna, Cur di Gesù. Du wirst es gut haben bei mir, kleiner Mann. Ich werde dir Mutter sein, Großmutter und Tante. Alles auf einmal. Semesterferien. Eigentlich hätte ich viel in München zu arbeiten gehabt. Ich hing mächtig im Studium. Doch ich wollte unbedingt zurück nach Mailand zu den Kindern. Einige Male hatte ich noch versucht, mit Nadja zu sprechen. Aber sie ließ mich nicht mehr zu sich. Ja. Nadja hat mir nur Namen genannt. Tarnnamen oder Spitznamen. Dann habe ich noch hunderte von Zeitungsartikeln. Hier, ich habe sie ausgewählt. Erwachsene Menschen stehlen oder kaufen Kinder, um sie zu Verbrechern zu erziehen. Das ist unglaublich. Hör zu, Sebastian. Wenn du in Mailand bist, kannst du sicher wieder bei Monsignore Maione wohnen. Sie wollen mich wirklich nach Mailand fahren lassen? Ja, dich ja. Aber ich bitte dich, sei vorsichtig. Und ich sag dir das ganz offen. Du bist manchmal wie ein Holzfäller auf dem Wege zur Bildung. Hier, versuch dein Glück in Mailand. Danke. Der Monsignore wird dir bestimmt diskret weiterhelfen. So hoffe ich. In vielen Artikeln wird ein Mailänder Journalist namens Giovanni Molini erwähnt. Mhm. Einige sehr feinfühlige Artikel hat er auch selber geschrieben. Er muss eine Menge recherchiert haben. Ja, dann solltest du ihn zuerst besuchen. Hier. Danke. Eigenartig ist allerdings, seine letzten Artikel schrieb er vor 2 Jahren und dann nie wieder etwas. Ja, aber das muss nichts bedeuten. Und Sebastian,
melde dich regelmäßig. Hm? Natürlich. Ach, dann kann ich doch unser Buch auch wieder sicher nach Hause bringen. Ja, auf dieses hinterhältige Argument habe ich nur gewartet. Raus jetzt. Übrigens, diese Juliana, ist die hübsch? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aha. Gute Reise. Danke. Kaum angekommen in Mailand, sah ich es wieder. Kinder, die bettelten. Und jetzt war ich mir ziemlich sicher, dass sie im Auftrag von Erwachsenen handelten. Leuten mit Namen wie Corzo oder Poissonnier. Damals wusste ich noch nicht, dass es noch viel mehr gab. Zum Beispiel die Vishida und die Mariola. Sehr geschickt, äußerst begabt. Und obendrein bist du noch fleißig. Aus dir wird noch was. Wir sind sehr zufrieden mit dir. Danke, Contessa. Guten Appetit. Schmeckt's gut? Heute besonders gut, Contessa. Für gute Arbeit gibt's auch gutes Essen. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen, Contessa. Es war ein Rubin. Aber noch ein ganz kleiner. Weißt du, was Kurze jetzt mit dir machen würde? Ha? Ach, hast Glück, dass er nicht da ist. Sitz nicht rum, mach weiter. Aber merkt euch eins. Ein Rubin ist ein kostbarer Edelstein, auch wenn er gestohlen ist. Also, an die Arbeit, Kinder. Arrivederci, Contessa. Bitte, mein Junge. Danke. Ja, es stimmt. Es gibt eine Sorte von Ganoven, von Kriminellen, die vorwiegend kleine Kinder für ihre Verbrechen missbrauchen. Alle möglichen Kinder. Und die meisten von ihnen sind noch unter 14. Wenn man sie mal erwischt, muss die Polizei sie gleich wieder laufen lassen. Weil man sie nicht bestrafen kann. Man darf es nicht. Perfekt organisiert. Da taucht plötzlich ein Erwachsener auf. Der ganz offizielle Erziehungsberechtigte. Die notwendigen Papiere liegen auch vor. Woher sie auch stammen mögen. Die Polizei ist machtlos. Selbst die Kirche ist machtlos. Drüben am Dom, da bettelt ein kleines Mädchen mit einem Jungen, der gerade laufen kann. Für wen betteln Sie? Für irgendwelche Banditen. Gewissenlose Leute. Sei nicht so überheblich, Sebastian. Nehmen wir doch mal den Fall an, in deiner Heimat. Hilft ein Kind in einem Restaurant in der Küche draußen beim Abwaschen? Da regt ihr euch doch riesig drüber auf. Sprecht von Kinderarbeit. Aber wir zwei haben doch zusammen etwas anderes erlebt. Natürlich, sicher, da hast du recht. Aber wenn ihr als Touristen mal im Urlaub hierher kommt und ein kleiner, hübscher Junge bedient euch in einer Pizzeria, dann findet ihr das ja so reizend und so süß. Aber hier geht es doch um Kinderausbeutung. Kinder ohne Eltern. Kinder, denen man ihr eigenes Leben gestohlen hat. Ich habe eine junge Frau im Gefängnis besucht. Ich weiß, ich kenne das Problem. Es ist nur, wir haben bisher keine Lösung. Es ist ein bisschen wie mit dem Messer hier. In weicher Butter greift es nicht. Es ist, als ob jeder Schuss ins Leere geht. Helfen Sie mir? Du bist verrückt, Frater Sebastian. Aber ich helfe dir trotzdem. Das Problem ist, du kennst Mailand nicht. Aber Gott sei Dank gibt es jetzt Juliana. Die ist zwar auch ziemlich verrückt, aber ja. Mailand kennt sie wie ihre Westentasche. Musik.
Jeremy, Laura, Luis, kommt rein. Ich werde versuchen, über Laura und Luis zu berichten. Es ist keine von mir erfundene Geschichte. Nein, es ist die von mir erlebte Wahrheit. Oder das, was ich damals für die Wahrheit halten musste. Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Mein Ordensvorgesetzter, Pater Rektor Johannes Fischer, hatte mich beauftragt, ein bedeutendes Buch unseres Archivs zu einer Ausstellung nach Mailand zu bringen. Zum ersten Mal seit meinem Eintritt in das Kolleg durfte ich München verlassen. Ich betrachtete die Reise als eine große Ehre. Ich hatte mich entschlossen, eine Sicherheitskette anzulegen. Eine Art Handschelle. Es war mir gestattet, einige Tage in Mailand zu verbringen. Monsignore Maione, ein, wie mir Pater Fischer versichert hatte, sehr freundlicher und großzügiger Priester, wollte mich in Mailand abholen. Bei ihm durfte ich auch wohnen. Sebastian, du machst ja einen ganz sportlichen Eindruck, mein Junge, so richtig fand. Ich wäre noch so gut in Schuss, aber jetzt müssen wir uns um deinen Koffer kümmern. Am besten, wir fahren erstmal zu mir. Also weißt du, Fratello Sebastian, so auf den ersten Blick wirkst du auf mich wie ein Italiener. Du musst nicht erschrecken, weil der Bahnhof wie ein ägyptisches Mausoleum aussieht. Mailand hat noch 5 andere, da kann man den hier verschmerzen. Es war ein kleiner Architektenbaum. Nein, dort drüben ist der Parkplatz. Es sind nur ein paar Schritte bis zum Mailand. Laura! Laura! Luis! Natürlich sind die Vorbereitungen für die Ausstellung noch nicht fertig. Weißt du, bei uns wird alles erst im letzten Augenblick vollendet, ganz kurz bevor die verantwortlichen Personen einen Nervenzusammenbruch erleiden. Oh, das Blende. Sag mal, außer Theologie natürlich, was studierst du da eigentlich sonst noch für ein Fach? Philosophie an der Uni München. Ah, das hatte ich auch als Zweitfach. Wann fahren wir denn zur Ausstellung? Nachdem wir gegessen haben. Meine Nichte Juliane kommt später, die zeigt dir dann Mailand. Die ist auch nicht so langweilig wie ich. Machen sich meinetwegen keine Umstände. Das sind doch keine Umstände. Junge Mädchen haben sowieso nichts zu tun. Oh mein Gott! Das darf doch nicht wahr sein. Ist sie verrückt geworden? Hey! Spinnst du? Sieh dir das an. Komm sofort zurück! Das ist glatter Vandalismus. Kleine Kinder sind schon verschreckt. Wo soll das hinführen, diese kleinen Gauner? An diesem denkwürdigen Tag meiner Ankunft in Mailand traf ich Laura, Luis und ihren Freund Thierry Bibi zum ersten Mal. Damals wusste ich noch nicht einmal ihre Namen. Alle Menschen sollen ihre Nächsten lieben wie sich selbst. Auch dann, wenn sich diese Nächsten alle erdenkliche Mühe geben, sie von der Erfüllung dieses Gebotes abzubringen. Ich war zutiefst erstaunt. Und der Monsignore enorm wütend. Die Polizei war freundlich, aber erfolglos. Ja, mein armes Kind ist ganz schön zugerichtet worden. Aber man soll sich ja nicht an die Regeln vertrauen. Ich danke Ihnen, Brigadier. Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Herfahren. Oh,
Also, das ist Sebastian Grass. Ja. Ladri, kleine Gaune. Richtige kleine Verbrecher. Überall in Mailand wimmelt es von ihnen. Aber die armen Kinder sind gar nicht die Schuldigen. Sie werden dazu gezwungen. Erwachsene zwingen Kinder zu sowas. Es tut mir so leid für Sie, Fratello Sebastian. Also wissen Sie, im Prinzip bin ich ja gegen harte Strafen, aber in solch einem Fall würde ich... Schwester, wir haben Hunger. Ja, natürlich, Monsignore. Oh, jetzt muss ich wieder tagelang zu Fuß gehen. Das wird Ihnen auch bestimmt gut tun, Monsignore. Sie war noch so jung. Vielleicht 10 Jahre alt. Und der Junge erst... Ich weiß nicht. Vielleicht 13. Du solltest erstmals so schnell wie möglich zum deutschen Konsulat fahren. Du musst noch neue Papiere haben. Aber davor wirst du dich noch mit einem Teller Spaghetti stärken. Und zur Beruhigung wirst du das ein oder andere Gläschen Wein zu dir nehmen. Nein, danke. Das ist ein Befehl. So, meine Herren, Sie können zu Tisch kommen. Fratello Sebastian scheint von Verbrechen geradezu angezogen zu werden, Schwester. Er hat schon in Gefängnissen gearbeitet. Ich will Ihnen einige Hosenhemden, Socken und alles, was Ihnen abhanden gekommen ist, besorgen. Nein, es ist besser, wenn Juliane das macht, Schwester Hippolyta. Sie hat den eindeutig besseren Geschmack. Das kann ich doch selber. Gesegnet sei das tägliche Brot, das uns der Herr schenkt. Besonders, wenn es Kekse sind. Mädchen ist meine Nichte. Ja, wenn Sie der Onkel sind, Ihre Nichte und der kleine Junge da. Die haben mir heute Morgen die Brieftasche und die Reisetasche gestohlen. All meine Papiere. Du kommst jetzt mit. Du lügst, Priester. Diese Kinder gehören zu mir. Sie stehlen nicht. Wie jedermann weiß, sind Priester arme Leute. Also warum sollen sie die bestehlen? Denken Sie nach. Sie wissen, dass ich einen italienischen Pass habe und keine Italienerin bin. Haben Sie eigentlich Mitleid mit mir? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Oh. Sie besuchen häufig die Messe. Warum? Meine Sache. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie waren zu dicht dran. An wem? An den Kindern. Was für Kinder? Kinder, so wie ich eins war. In Mailand? Machen Sie die Augen auf, Pater. Sie werden diese Kinder überall finden, auch in München. Wieso spielt Mailand eine solche Rolle? Mailand ist überall. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie den anderen Kindern. Es ist gesünder, wenn Sie diese Namen sehr schnell vergessen.
Abruzzo, der Dreckskerl. Poissonier, der Fischhändler. Ich merkte mir diese Namen. Hier hatte ich eine Fährte. Weiß der Himmel, warum ich Nadja an dieses kleine Mädchen in Mailand erinnerte. Aber die Geschäfte gehen schlecht. Ich brauche Laura, Louis und Thierry Bibi zurück. Das kommt nicht in Frage. Ich brauche sie in der Werkstatt. Wieso läuft es so schlecht? Der Poissonier hat nichts gesagt. Vielen Dank, mein Herr. Auf Wiedersehen. Nein, wir suchen keine neuen Lieferanten mehr. Vielen Dank. Na, Herr Konsul, haben Sie etwas Schönes gefunden? Die Contessa sieht dich nicht gerne im Laden. Sie schätzt dich sowieso nicht besonders, Quarzo. Ich mag sie auch nicht besonders leiden. Als Kind habe ich sie sogar gehasst. Kann. Gib mir den Schmuck. Guten Tag, Signore. Schau mal, wie du das hinkriegst. So, und das ist deine. Na, dann habt ihr ja alle wieder genügend zu tun. Na, Laura? Würdest du lieber wieder draußen arbeiten? Nein, Poissonier. Mir gefällt die Arbeit hier sehr gut. Warum fragst du? Sonst fragst du doch nie, wenn du etwas willst. Und du, Luis? Wärst du nicht lieber mit deiner Schwester auf der Straße? Gib es zu, du arbeitest doch am liebsten auf dem Hof. Natürlich arbeite ich lieber auf der Straße als hier. Sehr still. Laura? Klau mir mal meine Brieftasche. Ah, ich hab's gespürt. Ich hab's gesehen. Setz dich, du bist noch zu ungeschickt. Vergiss deine Armbanduhr nicht. Bravo, Laura. Arrivederci, Signor. Ich hab ein Auge auf Laura. Sie ist mir nicht geheuer. Louis scheint in Ordnung zu sein. Die Carabinieri sind keine Idioten. Der Maresciallo lässt uns natürlich beobachten.
Salute, verehrte Contessa. Welch eine Ehre. Was verschafft mir die Freude Ihres Besuches? Lassen Sie mich mal raten. Neue Halbschuhe in Schwarz. Größe 43. Sie kommen Sie, ich habe geraten, Contessa. Ich wollte meine kleine Tochter mit ein paar hübschen neuen Schuhen überreichen. Sie hat Größe 35. Was gefällt denn so kleinen Mädchen? Na, sie ist jetzt 11, hat braune Haare und braune Augen. Tja, ich dachte, Sie haben doch so viel Erfahrung mit kleinen Kindern, nicht wahr, Contessa? Auf Wiedersehen, meine Herren. Ich fürchte, wir haben nicht viel Auswahl an Kinderschuhen, aber wir können ja mal nachsehen. Ich bin überzeugt, wir finden etwas. Und im Notfall kann man es ja umtauschen. Besser, man tauscht die Schuhe um. Mit den Kindern dürfte das schwieriger sein. Das so anschaue, mit Gold und Silber und solchem Zeug kannst du besser umgehen als mit gefüllten Brieftaschen. Stimmt's, Laura? So, weiter. Der Nächste ist dran. Wie wär's mit dir, Pina? Versuch's du mal. Sven hat Hunger, Mariola. Außerdem stinkt er. Jeremy, mach Sven was zu essen. Verstanden? Natürlich. Jeremy hat Augen, zwei Ohren und eine Nase. Ich spiel weiter. Los, Pina, geh schon, fang an. Und bemühe dich ein bisschen. Kennst du diese Melodie von unserer Mutter? Ich weiß es nicht. Aber es wäre doch möglich. Und jetzt wir haben keine Mutter und keinen Vater. Das ist dumm. Jeder hat einen Vater und eine Mutter. Wir sind zusammen hierher gebracht worden. Warum haben sie uns nicht gefunden? Warum haben sie uns nicht gesucht? Ist er? Woher kommt er? Wir wissen nur, dass der Prozessor viel Geld für ihn bezahlt hat. Laura, Luis, was wird dir eigentlich dauernd geflüstert? Ich erzähle Laura nur, wie sie war, als sie so klein war wie Sven jetzt. Ihr werdet noch eine Woche in der Werkstatt arbeiten. Ihr könnt ruhig stolz darauf sein. Nicht einmal ein Juwelier, ein richtiger Experte würde eure Arbeiten erkennen. Eure Fälschungen sind so gut wie die von waschechten Profis. So, jetzt habt ihr genug geübt. Pina, kannst aufhören. Pina, Celia, Alice, Alberto. Ihr fahrt alle zusammen morgen früh mit Corzo in die Innenstadt. Die anderen bleiben hier. Was die machen, werden wir noch sehen. Verstanden? Hm. Schon gut, ich komme ja schon. Und von euch will ich heute hier nichts mehr sehen. Wie wollt ihr morgen arbeiten, wenn ihr nicht ausgeschlafen seid? Was willst du denn so spät noch hier, Bossa? Ich bring dir frischen Fisch, habe ich dir. Oh nein, du könntest wenigstens vorher ankommen. Heute kam der Marischall ins Geschäft, heute Kinderschuhe. Oh, na wunderbar, wir werden ihm schon noch in die Arme laufen, wenn ihr alle so weitermacht. Wir müssen uns unbedingt fernhalten von der Wischida. So ist doch eine charmante Frau, die Comtesse. Und von hier solltest du übrigens auch fernbleiben, Fischhändler. Poissonnier. Etwas mehr Respekt, wenn ich freundlich bitten durfte. Fischhändler klingt so vulgär. Ich vertraue dir ja 5 Millionen Lira. Eltern passen immer weniger auf ihre Kinder auf, besonders auf Flughäfen. Ich habe ihn einem Amateur abgekauft. So, für 5 Millionen Lire. Dann stammt der Bengel aber nicht aus dem Süden oder aus Jugoslawien. Ach, mein Gott, später erzählt sie ihm, dass seine Eltern ihn irgendwo vergessen haben. Was weiß ich, in Amsterdam oder sonst wo. Ja, ist so. Hier wäre nicht an die Welt. Oh.
nanana, cour di Gesù. Du wirst es gut haben bei mir, kleiner Mann. Ich werde dir Mutter sein, Großmutter und Tante. Alles auf einmal. Semesterferien. Eigentlich hätte ich viel in München zu arbeiten gehabt. Ich hing mächtig im Studium. Doch ich wollte unbedingt zurück nach Mailand zu den Kindern. Einige Male hatte ich noch versucht, mit Nadja zu sprechen. Aber sie ließ mich nicht mehr zu sich. Ja. Nadja hat mir nur Namen genannt. Tarnnamen oder Spitznamen. Dann habe ich noch hunderte von Zeitungsartikeln. Hier, ich habe sie ausgewählt. Erwachsene Menschen stehlen oder kaufen Kinder, um sie zu Verbrechern zu erziehen. Das ist unglaublich. Hör zu, Sebastian. Wenn du in Mailand bist, kannst du sicher wieder bei Monsignore Maione wohnen. Sie wollen mich wirklich nach Mailand fahren lassen? Ja, dich ja. Aber ich bitte dich, sei vorsichtig. Und ich sag dir das ganz offen. Du bist manchmal wie ein Holzfäller auf dem Wege zur Bildung. Hier, versuch dein Glück in Mailand. Danke. Der Monsignore wird dir bestimmt diskret weiterhelfen. So hoffe ich. In vielen Artikeln wird ein Mailänder Journalist namens Giovanni Molini erwähnt. Mhm. Einige sehr feinfühlige Artikel hat er auch selber geschrieben. Er muss eine Menge recherchiert haben. Ja, dann solltest du ihn zuerst besuchen. Hier. Danke. Eigenartig ist allerdings, seine letzten Artikel schrieb er vor 2 Jahren und dann nie wieder etwas. Ja, aber das muss nichts bedeuten. Und Sebastian, melde dich regelmäßig. Hm? Natürlich. Ach, dann kann ich doch unser Buch auch wieder sicher nach Hause bringen. Ja, auf dieses hinterhältige Argument habe ich nur gewartet. Raus jetzt. Übrigens, diese Giuliana, ist die hübsch? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aha, gute Reise. Danke. Kaum angekommen in Mailand, sah ich es wieder. Kinder, die bettelten. Und jetzt war ich mir ziemlich sicher, dass sie im Auftrag von Erwachsenen handelten. Leuten mit Namen wie Corzo oder Poissonnier. Damals wusste ich noch nicht, dass es noch viel mehr gab. Zum Beispiel die Vishida und die Mariola. Guten Tag, Marion. Hallo, Luis. Guten Tag, Contessa. Na, meine kleine Laura. Ich muss dich loben. Du bist sehr geschickt, äußerst begabt und obendrein bist du noch fleißig. Aus dir wird noch was. Wir sind sehr zufrieden mit dir. Danke, Contessa. Guten Appetit. Schmeckt's gut? Heute besonders gut, Contessa. Für gute Arbeit gibt's auch gutes Essen. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen, Contessa. Es war ein Rubin, aber nur ein ganz kleiner. Weißt du, was Kurze jetzt mit dir machen würde? Ha? Ach, hast Glück, dass er nicht da ist. Sitz nicht rum, mach weiter. Aber merkt euch eins. Ein Rubin ist ein kostbarer Edelstein, auch wenn er gestohlen ist. Also, an die Arbeit, Kinder. Arrivederci, Contessa. Bitte, mein Junge. Danke. Ja, es stimmt. Es gibt eine Sorte von Ganoven, von Kriminellen, die vorwiegend kleine Kinder für ihre Verbrechen missbrauchen. Alle möglichen Kinder. Und die meisten von ihnen sind noch unter 14. Wenn man sie mal erwischt, muss die Polizei sie gleich wieder laufen lassen. Weil man sie nicht bestrafen kann. Man darf es nicht. Perfekt organisiert. Da taucht plötzlich ein Erwachsener auf. Der ganz offizielle Erziehungsberechtigte. Die notwendigen Papiere liegen auch vor. Woher sie auch stammen mögen. Die Polizei ist machtlos. Selbst die Kirche ist machtlos.
drüben am Dom. Da bettelt ein kleines Mädchen mit einem Jungen, der gerade laufen kann. Für wen betteln Sie? Für irgendwelche Banditen. Gewissenlose Leute. Sei nicht so überheblich, Sebastian. Nehmen wir doch mal den Fall an, in deiner Heimat. Hilft ein Kind in einem Restaurant in der Küche draußen beim Abwaschen. Da regt ihr euch doch riesig drüber auf. Sprecht von Kinderarbeit. Aber wir zwei haben doch zusammen etwas anderes erlebt. Natürlich, sicher, da hast du recht. Aber wenn ihr als Touristen mal im Urlaub hierher kommt und ein kleiner, hübscher Junge bedient euch in einer Pizzeria, dann findet ihr das ja so reizend und so süß. Aber hier geht es doch um Kinderausbeutung. Kinder ohne Eltern. Kinder, denen man ihr eigenes Leben gestohlen hat. Ich habe eine junge Frau im Gefängnis. Ich weiß, ich kenne das Problem. Es ist nur, wir haben bisher keine Lösung. Es ist ein bisschen wie... Du hast doch nichts. Du bist doch arm. Also verschwinde. Wunderbar. Verschwinde. Dieser widerliche, sogenannte Onkel hatte mir die Sehne meines linken kleinen Fingers durchgeschnitten. Einfach so. Morgen gehen Sie noch mal zum Arzt, Fratello Sebastian. Ohne Widerrede, hoffe ich. Ja. Und jetzt werde ich zuerst Ihr Hemd waschen. Danke. Ach, übrigens noch, danke für das schöne Zimmer. Ach, lass nur. Das ist schon in Ordnung. Was sind das für Kinder? Ladri. Einfache kleine Gauner. Also von dieser Seite, Fratello Sebastian, möchte ich eine Kopie haben. Von der Genesis-Auslegung? Natürlich. Donnerwetter. Du musst aber ein fleißiger Student sein. Oh. Tut sehr weh. Nur wenn ich lache. Monsignore, die Plakate sind angekommen. Na, wunderbar. Jetzt sind sie tatsächlich noch vor der Ausstellung gekommen. Gefallen sie dir? Wunderschön. Ja. Gib gleich was zu essen. Ah, meine kleine Laura, ein braves Mädchen. Ich habe schon gehört, du warst heute ganz fleißig. Und was hast du Schönes mitgebracht? Na, was hast du heute klauen können, meine Kleine? Zwei Brieftaschen, ein Kaffeechen und Baumwolle. Nicht schlecht. Zwei Armreife und ein paar Ohrringe, Marie. Ah, der Poissonnier und die Vichy da werden heute mit euch zufrieden sein. Was meinst du? Gott so. Und keine Polizei, oder? Luis, euch ist doch niemand gefolgt. Hey, Thierry Bibi! Mm-mm. Bist du ganz sicher? Mm-hmm. Thierry Bibi hat auf uns aufgepasst. Zweimal war es ein bisschen gefährlich. Oh, so. Hey, ihr anderen setzt euch schon mal hin und seid nicht so laut. Furze und ich haben noch was zu besprechen. Thierry Bibi, geh mal in die Küche, da habe ich was Feines für dich hingestellt. Da fehlen noch drei Gabeln. Schon da. Ich habe noch keinen Teller. Ja, beschwer dich nicht gleich. Wer hat den Priester bestohlen? Wie oft soll ich euch noch sagen, man bestiehlt keine Priester und keine Ordensschwestern? Ist das klar? Ihr dürft nämlich nie vergessen, wir haben eine verdammt gute Verbindung zum lieben Gott. Das könnt ihr mir glauben. Ein Priester bestehlen, das kann uns den Kopf kosten. Der ist bestimmt nicht gefährlich. Obwohl er mich eingeholt hat. Der kann vielleicht rennen. Sah ganz nett aus. Er hat mich sogar angelächelt, obwohl wir ihn beklaut haben. Wieso ist denn der nett? Naja, er sieht aus wie dieser Fußballspieler, wie Maradona. Mhm. Oder wie Dustin Hoffmann. Wisst ihr, wie aussieht Dustin Hoffmann? So, Kinder, ihr könnt die Teller holen, Avanti, Alice, hilf mir. Kommt schon, ich muss noch mehr Pizza aus dem Ofen holen. Alice, Roberto, bewegt euch. Nina, Pizza. Hey, was ist denn mit eurem Hunger? Laura, Luis. Ihr zwei werdet jetzt eine Woche lang nicht mehr in der Innenstadt arbeiten. Ich glaube, ihr bleibt besser hier. Dann bring ich dir ein Fußballspielen bei, bevor du weiterhin auf den Priester stehst. Haha. Ha. Fangt jetzt nicht an zu streiten, Luis. Es ist doch immer dasselbe mit dir. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass man mit dem Essen nicht spielen soll? Oder willst du, dass unsere Familie an einem einzigen Tag gleich mehrere Sünden auf sich legt? Oh Gott, was soll ich da nur tun, ha? Tja, danke. Das sind kriminelle Banden, ein schlimmes Übel auf der Welt. Aber trotzdem hoffe ich, dass du Mailand nicht in allzu schlechter Erinnerung behältst, Fratello Sebastian.
Und das ist Juliana, meine Nichte. Mein Gott, sie hat ein so winziges Auto. Ich hätte Ihnen von Mailand wirklich gerne mehr gezeigt, Fratello. Sehr freundlich, Sebastian Krass. Bei dem, meine liebe Juliana, beißt du auf Granit, fürchte ich. Er hat nur Bücher im Kopf. Ah, wie soll man denn in diese Schuhschachtel reinkommen? Juliana, Sie erinnern mich unheimlich an meine erste Freundin. Ah ja? Doch. Und darf man fragen, was Sie mit ihr gemacht haben? Natürlich. Ich habe alles mit ihr gemacht, was ein Junge mit einem kleinen Mädchen macht. Ah ja? Ja. Blümchen gepflückt. Küsschen gegeben. Und sie dann und wann verhauen. Wir waren damals 10 Jahre alt. Aua! Hey, sag mal, kannst du dich schauen, du Vollidiot? Ja, bleib doch in der Küche, wenn du dich ausfahren kannst. Das ist, glaube ich, besser so. Der Zug wandert nicht auf sie. Wollen wir nicht gehen? Ziemlich frustriert war ich nach München ins Kolleg zurückgekehrt und wollte mich wieder an mein Studium machen. Doch ich war neugierig geworden und begann zu recherchieren. Ich fand eine Menge Artikel über Kinderkriminalität. Und einen interessanten Hinweis. Allmächtiger Vater, komm in unser Herz und erleuchte es durch dein Licht, damit wir deine Weisungen erkennen und dir als unserem Gott folgen auf dem Weg, den du uns führst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich half dem Pater Rektor ab und zu bei der Gefangenenseelsorge. Hier sah ich das Mädchen Nadja, das in einem der vielen Zeitungsartikel erwähnt war. Nadja war rechtskräftig zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Während ihrer Verhandlung hatte sie geschwiegen. Kein Wort hatte sie über sich erzählt. Auch hier in der Strafanstalt sprach sie mit niemandem. Guten Tag. Nadja, Sie haben einen italienischen Pass. Wurde vor vielen Jahren in Mailand ausgestellt. Aber Sie sind keine Italienerin, stimmt's? Ich war vor einiger Zeit in Mailand. Aus Ihren Unterlagen habe ich entnommen, dass Sie mit 9 Jahren zum ersten Mal der Polizei in Mailand auffielen. Ich heiße Sebastian Krass. Ich gehöre zur Gesellschaft Jesu. Ich will Pater werden. Sie sind ein hübscher Junge. Ja, nicht mal ein richtiger Jesuit. Gucken Mädels beim Beten zu. Draußen wären Sie mein Typ gewesen. Perfekte Arbeit. Den Finger werden Sie nie wieder bewegen können. Ich habe hier etwas Ähnliches. Das ist ja entsetzlich. In Mailand war man noch nett zu Ihnen. Man hat Sie nur gewarnt. Wer? Was wissen Sie über Mailand? Mit dem Messer hier.
In weicher Butter greift es nicht. Es ist, als ob jeder Schuss ins Leere geht. Helfen Sie mir? Du bist verrückt, Fratello Sebastian. Aber ich helfe dir trotzdem. Das Problem ist, du kennst Mailand nicht. Aber Gott sei Dank gibt es jetzt Juliana. Die ist zwar auch ziemlich verrückt, aber ja. Mailand kennt sie wie ihre Westentasche. Einverstanden. Aber nur, solange es nicht gefährlich wird. Kurz, oh Poissonnier, was sind das bloß für Namen? Der Herr sei mit dir, mein Junge. Auf jeden Fall solltest du von diesem Abenteuer noch etwas zu dir nehmen. Danke, vielen Dank. So, Kleiner. Jetzt bekommst du was zu trinken. Da, schmeckt gut. Du hast Augen, zwei Ohren und eine Nase, wie Tiere Bibi. Oh, 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 oh. Ist schon wieder gut, Kleiner. Willst du Tiri Bibi nicht sagen? Hm? So, jetzt schlafen. Nicht weinen, Kleiner. Nicht weinen. Hey, Luis, der Kleine spricht gar nicht richtig. Komisch, hä? Er ist dafür doch noch viel zu klein, Tiri Bibi. Hä? Gut, nicht? So, Julia, jetzt aber ab ins Bett mit dir. Wo ist meine Puppe? Ohne meine Puppe gehe ich nicht ins Bett. Schau, da ist sie ja. Ciao, Sebastian. Hallo, Juliana. Hoffentlich ist dein Signore Molini nicht umgezogen. Übrigens, wir duzen uns wohl besser. Gerne. Prima. Mein Name steht hier noch. Er wohnt hier. Du bleibst besser hier, okay? Gut, aber ich lasse den Motor laufen, damit wir abhauen können, wenn es nötig ist. Tu nicht so, man kann nie wissen. Signore Molini? Signor Molini? Ja? Ich heiße Sebastian Krass. Verzeihen Sie mir, wenn ich störe, aber ich hätte einige Fragen an Sie. Gestatten Sie bitte? Gestatten Sie bitte? Das ist typisch. Ihr Deutschen seid so korrekt. Und ihr habt immer irgendwelche Fragen. Woher wollt ihr Deutschen wissen, ob ich euch antworten kann auf eure Fragen? Oder hat man Sie beauftragt, mir etwas zu bringen? Nein, was denn? Darf ich eintreten? Also haben Sie nur Fragen. Was für Fragen? Darauf habe ich keine Antwort. Tut mir leid. Bitte. Danke.
Ich werde Ihnen auf nichts antworten, Signore Krass. Sie haben großartige Artikel geschrieben. Bis vor 2 Jahren. Und dann nie wieder. Warum nicht? Ich sagte keine Antworten. Was bedeuten Ihnen die Namen? Wishida, Poissonnier, Kuozu, Mariola, Nadia? Nichts. Außer, dass es sich dabei sicher ausschließlich um Tarnnamen handelt. Bei Nadia nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie haben doch von mir noch gar nichts erfahren. Aber Sie haben diese Artikel doch geschrieben. Sie kennen diese Leute schon, wie ich sehe. Nein, ich habe nur eine junge Frau kennengelernt. Sie heißt Nadia und sie kennt diese Leute. Ich bin auch früh Invalide, Signore Krass. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr gebrauchen und ich will es auch nicht mehr. Wissen Sie, ich bin ein eitler Mann. Gefallen Ihnen meine Schuhe? Haben Sie sich hier eigentlich verletzt? Nein, nein. Aber was nützt einem auch schon die linke Hand? Mit der linken Hand schreiben sehr wenige Menschen. Ich habe zwar noch meine Rechte, aber ich schreibe nur noch selten. Weil Sie Angst haben, Signor Molini. Sie haben noch nicht geantwortet. Ich wollte wissen, ob Ihnen meine Schuhe gefallen. Helfen Sie den Kindern. Sie wissen doch von mir. Wer hat Ihnen was erzählt? Wieso wollen Sie mir nicht zuhören? Ich habe Ihnen alles gesagt, was für Sie wichtig ist. Und deshalb möchte ich jetzt von Ihnen wissen, wie Sie meine Schuhe finden. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Schnell, verschwinden Sie. Was Sie wissen müssen, haben Sie erfahren. Verschwinden Sie. Bitte 500 Lire.